NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Oh je. Wir haben schon gestartet. Ich war noch beim Oh je. Sammy Klaus. Mailänderli. Nikolaus. Nicht Sammy Klaus. Nein. Nikolaus. Du riechst ihn? Du riechst was anderes. Die Mandarinen riechst. Der Nikolaus, der wohnt im Wald, der hat keine Dusche. Der riecht vielleicht woher nach frischem Wald. Woher weißt du? Beim Nikolaus im Wald. Du warst ja, beim Nikolaus im Wald. Ich weiß sogar, wo er wohnt. Und du hast uns keine Geschenke mitgebracht? Da, wo ich aufgewachsen bin, hat es eine Hütte im Wald gehabt. Das hatte manchmal Licht. Da wohnte der Nikolaus. Mhm. Und da warst du? Ja. Und wo sind die Geschenke? Hast du uns keine mitgebracht? Nein, der Nikolaus bringt ja gar keine Geschenke, wirklich. Der bringt was zu essen. Ja, der bereitet sich immer vor. Also das kommt ein bisschen, glaube ich, drauf an, oder? Wie lieb man war. Ja, weil bei den Amis ist doch der Weihnachtsmann. Der kommt ist, ja der am Weihnachten. Am 25. Ja, bei uns kommt er am 6. Dezember. Das ist der durch den Kamin einsteigt und der Arme muss all die Kekse essen und die vielen Gläser Milch trinken. Ja, und nur wenn er durch den Schornstein kommt, wenn er nicht zu dick ist. Ja, eben. Wahrscheinlich kommt er deshalb nur in Amerika und nicht bei uns. Anfang Weihnachten passt er noch durch. Unser würde besser durchpassen. Ja, vielleicht. Weil es ist vor Weihnachten. Und unserer ist ja auch mit dem Esel unterwegs und nicht mit der Kutsche. Unser ist noch mit dem Schmutzli unterwegs. Ja. Wie heißt der eigentlich auf Hochdeutsch, der Schmutzli? Knecht Ruprecht. Ah, stimmt, ja, genau. Da kommt ja der Hund von den Simpsons in den Sinn, der heißt auch so. Echt? Ja. Knecht Ruprecht. Die wussten keinen Namen keine irgendwie. Ahnung. Und ich glaube, die haben an Weihnachten bekommen oder irgendwie. Zu viel. So. Komische Gefühle. Ausrangierter Rennhund. Anstatt dem Rentier statt haben sie einen Rennhund bekommen. Genau, weil sonst wäre das der Rudolf mit der roten Nase. Vanillekipferl. Ich will Vanillekipferl. Darf ich einen Wunsch anbringen? Ah ja? Ja, gerne. Mit viel Puderzucker. Ja, das ist jetzt blöd. Wir haben noch gar keine Kekse gebacken. Ist egal, es gibt diese eine Sorte, die sind auch gekauft, ganz lecker. Ah, ja. Ja. Mit viel Puderzucker. Wobei das Ding ist, der Unterschied, wenn man sie kauft, ist, es riecht dann nicht so in der ganzen Wohnung nach gebackenen Keksen. Stimmt. Das ist doof. Deshalb muss Miriam jetzt Vanillekipferl backen. Das ist im ganzen Treppenhaus. Ja. Du bist erst durch mit dem Backen, wenn es im ganzen Treppenhaus riecht. Du backst doch so gerne, oder? Ja, ich backe gerne. Und weißt du was, bei Weihnachtskeksen, also Mailänderli, ich esse die auch sehr gerne. Ich backe die auch sehr gerne. Und dann merke ich, weil ich mag ja keine Butter. Und der Geruch von Butter ist für viele Menschen, also so von geschmolzener Butter mit Zucker, so eben diese Kekse, wenn sie im Ofen sind, ja genau, für ganz viele ist das so, gefühlsmäßig sind sie zurückversetzt zu Oma, in die Küche als Kind beim Kekse ausstecken. Ich sehe sofort ein Walholz und Mehl auf der Tür. Ja, siehst du ganz genau. Ich sehe mich Teig essen, bevor es gebacken wird. Ja. Und ich finde das auch, ich finde das so schön. Und das ist der einzige Moment im Jahr, wo ich denke, wenn ich doch nur Butter und den Geruch davon mögen würde. Kann dir so eine Wäscheklammer geben für die Nase, dass du die Nase zuhalten kannst. Ja. So hat, by the way, der Sohn meines Ex-Chefs in der Lehre seinen frisch geschlüpften Jungen gewickelt. So eine Wäsche. Was für ein schlimmes Chaining, das du da machst. Naja, wir sind doch erst bei Minute 4, da können wir doch unten siehst anfangen. Siehst du da drüben das violette Zebra? Das war der violette Zebra-Zebra. Ja, wie waren denn die Zurück Streifen nochmal? Willst du dieses Fass jetzt wirklich aufmachen? Ja, ich habe rausgefunden, wie. Ja, genau. Mit Miriam und Vera. Das ist toll, das freut mich für euch. Schreibt einen Brief an irgendjemand. Sehr schön. Ja, und an Zebras. Und ich mag auch sehr gerne Vanillekipferl und Mailänderli und Zimtstern habe ich sehr gerne. Ich finde halt Weihnachten generell super cool. Also die Stimmung generell und ich glaube, die Atmosphäre mit der Wind. Ich habe es vor ein paar Wochen das erste Mal so ein bisschen
als ich das Fenster aufgemacht habe, diese kalte Winterluft. Mhm. Und dann gibt es diesen speziellen Geruch, der darauf schließen lässt, dass jetzt wirklich Winterzeit ist. Ja. Mhm. So, und ich glaube, dass die kühle Luft, ich vermute Berti, der bei uns im Trainerteam ist, der könnte uns jetzt das erklären mit den verschiedenen Dichten. Luftdruck und so weiter, warum das Geschmack sich da vielleicht anders verhält, ich weiß es nicht. Und ich merke in dieser Weihnachtszeit ganz viel olfaktorisch und gustatorisch. Nach Orange, Zitrone. Ja, Highlight. Und Kerzen und dieses Tannenkries, wie sagt man dem? Das hat ja beim ersten Advent wahrscheinlich bei einigen schon angefangen, falls du dieses Ritual zu Hause auch kennst oder machst. Ein Kranz binden. Adventskranz. Und dann auch die Kerze. Ich finde das auch so ein richtig toller Geruch, wenn man ich benutze noch Streichhölzer, weil es dann so ein bisschen nach diesem Rauch auch riecht. Das ist beim Feuerzeug jetzt nicht so der Fall. Das stimmt. Ja, und früher habt ihr auch gemacht, Kerzen ziehen? Mhm. Ja. Bienenwachskerzen? Ah, die riechen am besten. Highlight, oder? Nein, lieber die anderen mit Farben und so. Ja, das ist auch schön. Und Bienenwachs war schon eher so, ich hab's gerne gerochen, auch vor allem, wenn man sie anzündet. Dann, genau, wenn sie brennen. Dieses, doch, ganz nett. Ja, Weihnachten. Und weißt du, was ist auch so schön, wenn für die Menschen, die spazieren, abends oder generell und für die abends spazieren. Ich komme dann wieder in ein paar Minuten. Ich habe das schon als Kind immer so genossen, wenn ich dann irgendwie, weil es ja dann so früh dunkel wird, zum Beispiel auf dem Nachhauseweg oder wenn ich ausreiten war. Und da hatte ich manchmal bei mir kalt und dann hatte ich das Gefühl, ich sei die Einzige, die da noch draußen sein muss in der Kälte. Und dann bin ich an den Häusern vorbeigekommen. Und da war Licht drin und manchmal habe ich die Kerzen gesehen und dann auch manchmal so die Gerüche irgendwie von Tee oder von einem feinen Essen, das sie gekocht haben. Und auch wenn ich dann noch 2-3 Kilometer von zu Hause weg war und mir eigentlich richtig kalt war, so dieser Mix aus diese Lichter oder das Licht im Fenster und die Gerüche und alles, dann wurde mir plötzlich warm. Warm oder zumindest wärmer. Ja, warm ums Herz. Und das hat sich dann einfach schön angefühlt. Mhm. Und ich finde das auch jetzt noch so schön. Darum mag ich das der Weihnacht. Ich glaube, das sind ganz viele Anker von der Kindheit. Mindestens bei mir merke ich das ganz klar. Weil es war schon als kleiner Junge so. Ich würde jetzt mal behaupten, ich war mehrheitlich mit Mama, wobei allerdings auch hin und wieder mit Papa. So um diese Weihnachtstage rum man in die Altstadt von Winterthur so ging, Einkäufe zu machen und so und vielleicht auch Geschenke zu kaufen. Und ich glaube, da hat schon auch die Wirtschaft so ein bisschen mitgeholfen zu damaliger Zeit, eben die Weihnachtszeit. Die Läden haben dekoriert, haben auch eben hin und wieder gab es irgendwo Mandarinchenschnitzel und Erdnüsschen. Und wie heißen die spanischen Nüsse? Sind nicht wirklich Erdnüsschen, oder? Doch, sind dieselben. Sind dieselben. Ja. Einfach anders. Man hat die spanische Nüsse genannt, weil etwas, das einem Spanisch vorkommt, so diese Redewendung, das sind Dinge, die Leute nicht so verstanden haben. Das ist jetzt wieder so eine... Nein, da war ein Franz von der Sissi-Story. Das stimmt wirklich. Echt? Und dann hat man eben so nach dem Motto, es kommt mir Spanisch vor, ich verstehe es nicht, das ist fremd. Und diese Erdnüsse, man hat die spanische Nüsschen genannt, weil sie eben, man kannte fremd das nicht. Vor, das war fremd. Ja. Weil wirklich sind sie ja gar keine Nüsse. Die sind keine Nüsse? Jetzt noch eine Frucht oder ein Gemüse? Ich weiß, Fleisch. Ich glaube, sie sind aus Fleisch. Also auf alle Fälle sind die spanischen Nüsse ist etwas für Geduldige. Und ich vermute für Detailsortierer. Ja, du kannst sie auch schon geschält kaufen. Die sind nicht ganz so fies wie die Pistaziennüsschen. Das stimmt, obwohl die Pistaziennüsschen finde ich noch leckerer. Nur bei den Erdnüssen gibt es einen kleinen Nikolaus innen drin. Wenn man die spanischen Nüsschen aufmacht und innen drin ist der Nikolaus. Wenn du sie halbierst, oder? Ja, genau. Auf einer Seite der Nikolaus, auf der anderen Seite Das sind ja nicht die wirklichen Erdnüsse, weil Erdnüsse für mich
die gesalzenen Erdnüsschen, das sind die, die schon geschält sind. Ja, die kann man, das sind die gleichen. Die kann man in großen Mengen direkt ins in den Mund reinschaben. Reinschütten. In Mengen reinschütten. Lieber, wenn ich so geduldig... Na gut, dann gibt es eben für dich nur Vanillekipferl und gesalzene Erdnüsse. Solange ich nicht jedes einzelne auspacken muss, ist das gut. Darf ich denn zum Mailänder-Teigessen vorbeikommen? Ja, vorher und nachher, vor dem Backen. Dann würde ich ungefähr dreimal so viel Teig machen, weil der Teig ist schnell weg. Der Teig weg. Ist das Beste. Ich weiß, Mama hat immer gesagt, es gibt Würmer, wenn man den Teig so isst. Und es hat überhaupt nicht gestimmt. Gar nicht gestimmt. Ich habe kürzlich in der Tankstelle gesehen, es gibt so kleine Töpfchen, wo steht Kuchenteig. Cookie Dough. Ja. Aus dem Kühlregal. Das ist ja das Geilste überhaupt, gesehen, oder? Ja. Endlich dürfen wir das machen, was wir uns Kinder nicht eigentlich... Wobei es hat, glaube ich, besser geschmeckt, weil wir es nicht durften. Oder? Wahrscheinlich schon. Vielleicht und nicht. Mir kommt jetzt gerade in den Sinn, ich habe vor ein paar Jahren habe ich gedacht, das mit dem Keksebacken, das gebe ich mir jetzt. Ich hatte sogar eine Lösung gefunden für die Gerüche während dem Backen. Da habe ich alle Fenster aufgemacht und bin rausgegangen. Und dann wieder zurückgekommen und habe mir die Nase zugehalten. So, dann habe ich also verschiedene. Ich habe gut, hat du demonstriert. Ja, habe ich 5 verschiedene Sorten, habe ich Teig gemacht. Und dann hatte ich das erste Blech mit Mailänderli gefüllt und gemerkt, da bleibt mir noch 3/4 vom Teig. Und da hatte ich schon keine Lust mehr zum Ausstechen. Also das sind die schönsten Kekse geworden, die ich je gemacht habe. Ich habe sie noch mit Gold verziert und wow. und. Super. Und sie waren so lecker. Jetzt, was hast du mit dem vielen vorigen Teig gemacht? Ihr Lieben, ich habe weitergemacht. Ich habe mich motiviert. Und dann war ja natürlich. Ich habe. So läuft das bei NLP. Das, es geht das weiter und weiter. Ja, was mich jetzt sehr, sehr wundernehmen würde, ist, wie viel, dass unsere Hörer da draußen, die jetzt diese Folge hören, erahnen, um was das es jetzt in den letzten, wo sind wir denn, 12,5 Minuten gegangen ist. Wo sind wir gerade? Ich möchte mal diese Folge gar nichts groß aufschließen. Mich nimmt bitte nur Wunder. Schreib uns eine E-Mail. Was ist dir aufgefallen? Oder eine WhatsApp. Auf der Webseite brain-vitamins.ch findest du auch die WhatsApp-Nummer. Schreib uns eine WhatsApp. Einfach, du kannst nur das Stichwort sein. Mailänderli. Um was genau ging es jetzt gerade? Wo ist NLP gerade passiert? Da bin ich jetzt wirklich neugierig. Ja, ich auch. Das möchte ich jetzt wissen, wie weit unsere Hörer und Hörerinnen da draußen schon sind. Und haben wir die Firmenadresse auch auf der Webseite? Unsere? Ja. Ja. Nur für die Kekse senden wollen, dass die auch die Adresse haben, weil die lassen sich nicht via WhatsApp verschicken. Nein, nicht machen, Miriam. Wir haben immer noch Nutella im Keller. Wir wissen ja noch nicht mal, ob wir überhaupt da sind. Und da haben wir noch nicht mal eine Adresse erwähnt. Und du sagst jetzt, wo man die findet. Nein, bitte keine Kekse senden. Außer Vanillekipferl. Oder frischen Teig. Am besten gleich in der Schüssel. Was für eine Klasse. Ich, das nimmt mich jetzt wirklich Wunder. Falls du jetzt gerade neu eingestiegen bist und einfach jetzt Lust auf Kekse hast, das ist okay. Ist auch gut. Gib dir ein bisschen Zeit. Notfalls bei Folge, ich würde jetzt mal sagen 201, fängst du da nochmals an. Oder bei Folge 1 quasi nochmals, fängst du nochmals an. Und lässt es mal auf dich wirken. Notfalls generell einfach die Folgen immer mal wieder hören. Weil du wirst mehr und mehr, während du diesen Podcast hörst und immer wieder wiederholst und besser wirst und du faszinierter bist von der Kommunikation und der Art und Weise der Kommunikation, wirst du immer besser, noch besser feststellen, was es mit dir nicht nur auf bewusster Ebene, sondern vor allem auf unbewusster Ebene macht. Und ich hoffe für dich, dass du jetzt schon neugierig genug bist, auch diese kleinen Details da rauszufinden, weil es macht dich so viel erfolgreicher, so viel glücklicher, so viel freier, als du es dir im Moment vielleicht noch vorstellen könntest, für den Rest deines Lebens. Ja,
Also bitte, 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 bitte schreiben. Nur ein Stichwort, nicht mehr. Also nur das Thema. Kannst auch ein Emoji schicken. Das hat, glaube ich, ein Keks-Emoji. Kein, ja, vom Herzen auf ein Keks-Emoji. Keine langen Texte. Wirklich keine langen Texte senden. Auch sendet für Gegenbeispielsortierer. Keine langen Texte senden. Einfach nur das Stichwort. Das reicht mir schon. Das ist schon gut, dass ich ein bisschen Gefühl kriege, wie weit du schon bist. Cool. Ich freue mich. Toll. Ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war der NLP Brainpower Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter www.brain-vitamins.ch.